Habe ich gar nicht so viele gebraucht. Wollt ihr mich veralbern? Weil ich die da schon einmal so habe, lasse ich die auch gleich so. Und Erde. Erde, zack. Ein bisschen aufräumen hier, das sieht doch schrecklich aus. Mei, mei, mei. Das wird dann alles noch naturalisiert. Also, dass es natürlich aussieht, meine ich. Ah, da haben wir schon mal den ersten Anfang gemacht dafür. Oh, noch einen Anfang. Danke. Ein bisschen den Dreck hier noch rausräumen. Zack, zack, zack. Brauchen sowieso noch einige davon. Jetzt brauche ich auch langsam mal wieder eine Truhe, ja. Das regt mich auf. Das regt mich auf hier. So viel hier Rümpel. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ja, so sieht das schon ein bisschen aufgeräumter aus, ne? So. Hopp. Ja. Ausgezeichnet. Und jetzt machen wir mal 1, 2, 3. 4 eigentlich. 1, 2, 3, 4. Ist natürlich doof jetzt, ne? Wie komme ich da hoch? Fuck. Hopp. Uff. So. Abgehackt. Und abgehackt. Oh ja, 74. 64. 1, 2, 3, 4. Au! 1, 2, 3 und 4, wie gesagt. So, wo ist hier das Dörfchen? Da ist es doof. Da ist der See. Also machen wir den Eingang ungefähr dahin. Jo. Ja, ich bin super clever, ne? Wie man da sieht. Au. Wir bauen ein Haus, wir bauen ein Haus. Lalalala, das Haus wird voll geil, Alter. Zarab, zarab. Hopp. Hopp, hier kommt ein Fensterchen rein, ja. Dip, dip, dip. Hier kommt dann auch das Fensterchen. Ein bisschen Unebenheiten in den Häusern sind ja immer toll, ne? Scheiße, ey. Nein, Mann, du blöde Kuh. Komm, mach weg hier den Mist. Da kommen auch drei und hier kommen noch drei. Das ist ja bloß Deko dann von außen. So. Halt hier noch ein bisschen. Zack, zack. Nein! Nein! Ach man! Muss mich mal wieder angewöhnen, nicht immer den Knopf gedrückt zu halten. Er ist ja voll belastend. Bup, bup. Oh. Oh oh. Nein! Ach man, ey! Scheiße Dings. Oh Mann, ey! Ist voll blöd. So. Hopp. Tipp, tipp, zarab. Zap, 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 zarab. Fünf Stück haben wir noch. Da oben muss ja auch noch zwei hin. Zack, zack. Da kommt dann ins Türchen. Jetzt haben wir nicht mehr genug Holz für eine Tür. Weil ich alles für diese Planken ausgegeben habe. Naja, als Holz. Die müssen ja sowieso hin. Ach man, du blödes Scheiße-Dings. Hau ab. Geh weg da. Also müssen wir irgendwie mal Bäumchen pflanzen. Bäume überhaupt sind ja gar keine Nähe, Mensch. Ach, bin ich eine blöde Kuh. Das wollen wir gleich mal ändern. Nein, ich bin eine doppelt blöde Kuh. Ich habe die ganzen Dinger rausgepackt. Hab ich hier noch ein paar dabei gehabt?
Zufällig? Nee. Schade. Zap, 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 dum, dum. So. Ach, hier fliegt ein Fledermäuschen rum. Komm her, du blöde Fledermaus. Komm her, komm her. Geht nicht. So, wo ist der Truhenonkel? War der in dem Haus da? Oh. Ja, oh. Guck mal hier das Zeug her und das auch. Ist ja erstmal egal. Ja, oh. Wieso sind hier keine Bäume, ey? Da einer und da einer und hier ist einer und da kann man einpacken und da und da und da und da und da. So. Knack, 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 knack. Schnell nach Hause, oh mein Gott. Tja, wo kriege ich jetzt für Holz her? Muss ich ja die ganzen Häuser hier abreißen von den Villagern hier. Ja, das ist eigentlich eine coole Idee. Ah ja, gute Nacht. Ich mag das am Anfang nicht, wenn man noch nicht so richtig ausgerüstet ist. Dann muss man mal schlafen gehen. Also sicherheitshalber, mache ich zumindest. So. Manchmal hoppt dann hier noch so ein Zombie rum oder ein Creeper. Aber wenn man schnell genug im Bett ist, macht das nichts. Da können die noch nicht spawnen. Das sieht unmöglich aus, ey. Wie bei Hempels und dem Sofa. So. Ja, ja, ja. Das ist übrigens kein Haus nach deutscher Bauart, weil da müsste ich die Hälfte danach nochmal abreißen, um zu gucken, ob es auch hält. Hm? So. Das sieht ja schon ganz neckisch aus, nicht? Konnte man die nicht wieder zusammenflicken? Scheiße. Ich dachte, man konnte die wieder zusammenflicken. Drei... das sieht ja so blöd aus. Fenster zumachen. Nee, das sieht blöd aus. Machen wir lieber weg. Weg. Ja, und das, warte mal, ja. Dazu und dann eins, zwei Fenster und dann zwei zu. Und dann noch eins, zwei Fenster. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Ich kann hier noch ein paar Holz zaubern. So. Zap, zap. Und hier machen wir auch noch. Ringsrum Fensterchen. Oder ne, hier machen wir zu. Hier machen wir einfach zu. Ganz radikal. Und hier kommt der brightest Fenster. Oh yeah. Ein Türchen. Nein, wieder nicht genug Holz für eine Tür. Und brauchen wir noch 6. Tja, wo sind jetzt hier die Bäume? Sind wir von der Ferne irgendwie Bäume? Wartet mal. Video Settings, Render Distance. Machen wir mal ein paar mehr Chunks. 16. Mal gucken, ob wir was aus der Ferne sehen. Wie viele Chunks haben wir denn? Ich kann ja überhaupt nichts lesen. 26 Chunk Updates. Ah. Chunk Cash, bla bla. Ich hab keinen Plan, wo ich da gucken müsste. So, da ist wieder die blöde Fledermaus. Ich müsste mir auch mal ein Zeichen setzen. Dass ich dann so aus der Ferne sehe. Ah, guck mal. Ja. Hier sieht man zwar noch keine Bäumchen, aber Hunger habe ich trotzdem. So. Ah ja, hier ist das Höhlchen. Nee. Hier ist ein Wasser. Mit Kohle. Das sieht aus wie eine Höhle. Nett. Das Wandern ist des Miners Lust. Das Wandern ist des Miners Lust. Das Wandern. Was muss das für Volksmusik sein, damit man die in Minecraft singt? In Minecraft singt. Keine Scheiße, Mann. Pferde. Pferde. Wow, wow, wow. Ich bin ein Pferd.
das reiten kann? Habe ich einen Sattel für, oder? Du hörst dich echt komisch an, du blödes Pferd. So, ein bisschen weiter geradeaus. Dann brauche ich mir bloß merken, dass ich geradeaus muss. Ein paar Blumen einsammeln. Ein bisschen was für die Dekoration tun. Also jedenfalls waren da Schweine und irgendwie bricht hier die Framerate ein. Weil er hier die vielen Chunks nachladen muss. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe gar nicht das 64-Bit Java installiert. Hm, nett. Hm, doppelt nett. Gerade kaputt gegangen. Zack, zack, zack. Und das ganze schöne Zeug muss mit, weil wir daraus Glas machen werden. Schönes Glas für unser Haus. So, bisschen mehr noch. Man weiß ja nie, wie viel man davon braucht. Vielleicht bauen wir uns ja auch irgendwann eine Pyramide. Oder könnte ich mir das so wiederholen? Na, wenigstens ein bisschen was davon. So, das reicht doch erstmal. Jetzt wäre es echt schön. Hm. Oh. Oh, Zuckerrohr. Ist ja, dafür brauchen wir das auch noch. Zuckerrohr, Zuckerrohr. Zuckerrohr. Hupp. Zup, zup, zup. Ja. Bäume. Oh, das ist zu gefährlich. Mann, die sind mir viel zu weit weg von meinem Haus, ey. Find da nie wieder zurück. Nee, nee. Das machen wir nicht. Obwohl. Das mal. Scheiße, was war das jetzt für ein blödes Blödsinn? Ein blödes Blödsinn. Hopp. 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 So. Ein Holz dran, der in die Richtung zeigt, wo ich lang muss. Ah, das ist doch eine Idee. Ein Wegweiser gebaut. Schön. Jetzt können wir da auch hin. Hüpp, kaputt. Ah, flach landen macht Laune. Ne, komm, laufen geht, glaube ich, schneller. Oh ja, ein Strandspaziergang. Obwohl, ein Spaziergang ist es ja noch nicht, wenn man rennt, oder? Dann ist es ein Strandrenniergang. Was ist denn das? Oh mein Gott. Nein, ach. Schattenfehler. Ich dachte, da hat Minecraft vergessen, Wasser zu platzieren. Dafür habe ich jetzt hier Energie verschwendet. Und CPU-Zeit vor allem. Bö. Hopp. 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 Nein. Spring da hoch. Spring da hoch. Dö, 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 dö. Hopp. Nein. Oh, Erde. Scheiß, Mann. Ja, komm, ein bisschen mehr von euch Bäumen möchte ich gern haben. Oh, ein Apfel. Die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Apfel rauskommt, ist ja relativ gering, glaube ich. Einfach nur ein bisschen noch ein Apfel. Ich weiß noch ganz genau, ich habe hier mal irgendwie ewig viele Bäume abgeholzt. Da kam nicht ein Apfel raus. Jetzt kommen gleich zwei. Unglaublich, ich müsste öfters mal ein Minecraft-LP machen, da kommen mehr Äpfel. Bin ich bescheuert. Ah, ich hab's nicht mitgenommen. Doppelt bescheuert. Total behämmert. Naja. Dann meine ich ein paar Saplings. Einen. Lieber einen als keinen. Höhö. Kam noch einer raus. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz wir noch brauchen für das Häuschen. Eigentlich war es ja fertig soweit, ne? Aber wir brauchen ja sowieso Bäume in unserer Umgebung. Los, ein bisschen mehr.